Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder weiter auf der Reise des Abarths. Ich weiß, der eine oder andere würde natürlich noch viel lieber Limo sehen, aber es gehört zu diesem Channel einfach dazu, dass wir euch mit dem Abarth begleiten. Es ist einfach diese Entstehung von dem Auto, die es so besonders macht, die es für mich so besonders macht, die ich finde, die es generell so besonders macht, weil ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die wirklich von null auf ein Auto bauen und Schritt für Schritt alles zeigen. Natürlich wünscht sich der eine oder andere, dass wir nur einen Schritt zeigen, geht aber nicht, dann würden wir am Bilsterberg einziehen und übernachten, weil ich kann da nur einmal im Monat fahren. Wenn ich nur ein Video mache zum Thema Spur einstellen, funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen da zusammen eine gesunde Mischung finden. Ich denke, wir haben die gefunden. Der eine wünscht sich schneller, der andere wünscht sich langsamer. Am Ende freut es mich natürlich, dass ihr alle zuschaut und ich werde euch weiterhin trotzdem damit begleiten. Das heißt, in diesem Video geht es wieder darum, das Auto fürs nächste Mal fahren vorzubereiten. Upgrades stehen an. Es ist für hinten tatsächlich die Bremse endlich angekommen. Wir haben 14 oder 16 Wochen auf die Sättel gewartet. Das heißt, wir können hinten eine kleinere Bremse verbauen. In dem Moment gehe ich endlich mal an die Spur hinten. Aktuell fahre ich hinten noch eine geschlossene Spur, das heißt Serie. Das heißt, die Hinterachse, die Räder stehen so. Das macht Folgendes, dass das Auto extrem, also dass die Hinterachse A Temperatur aufbaut und B stabil läuft, weil beide Räder die ganze Zeit zueinander hinlaufen. Das heißt, in dem Moment gleichen sie sich natürlich aus und laufen stabil. Für das Auto ist es natürlich besser, wenn die Räder gerade stehen oder vielleicht so ein Tuck offen sind. Offen heißt von der Theorie her, ein Rad fährt die ganze Zeit schon in die Kurve. Das heißt, man lässt das Lenkrad los und das Auto fährt direkt eine Kurve. Das ist natürlich ein bisschen gefährlicher zu fahren, ein bisschen trickier, aber mittlerweile traue ich es mir definitiv zu, weil auch das war nämlich ein Grund dieser Videoreihe. Ich lerne das Rennstreckenfahren und ich denke, man sieht diese Steigerung auch von Video zu Video. Und jetzt ist der Punkt, wo wir hinten an die Spur gehen. Das heißt, Bremse hinten, Spur auf. Als allererstes kümmern wir uns um Thema Spur und Sturz vorne. Ich habe nämlich neue Reifen. Wir werden einen neuen Reifen testen und für diesen Reifen habe ich mir überlegt, mache ich den Sturz wieder ein bisschen mehr rein. Im letzten Video habt ihr schon ein relativ starkes Untersteuern gesehen und da wirken wir jetzt gegen, indem wir den Sturz wieder mehr reinmachen. Das heißt, wir gehen so ungefähr auf 3,5 bis 3,8 Grad. Dann kommt Daniel, Animal Racing, vorbei. Wir werden ein paar Sachen scannen, ein bisschen an der Aerodynamik arbeiten, ein bisschen an der Anströmung von dem Ölkühler und dem Luftfilter arbeiten. Und ja, wenn alles gut läuft, können wir am Ende fahren und hauen mal wieder eine Zeit raus. Aber als allererstes fangen wir jetzt mit der Vorderachse an. Was hast du denn damit vor? Als allererstes fangen wir immer damit an, egal was wir machen, gucken, wie steht die Vorderachse. Ganz viele machen aus der Achsvermessung so eine Wissenschaft für sich. Meine Meinung dazu ist, fahren ist wichtiger als vermessen. Das heißt, ich weiß immer ganz genau, wenn die Felge hier anliegt und dieser Klotz, der Abstand zur Felge ist hinten, dann passt meine Spur perfekt. Und jetzt lege ich das Ganze hier an. Jetzt muss man natürlich immer das Lenkrad ausmitteln. Das heißt, ich muss ein ganz bisschen nach rechts lenken. So, liege vorne an und hinten an. An und hinten an. Jetzt machen wir das einfach mal an, Leute. Und, siehe da, passt genau. Das heißt, ich weiß, meine Spur ist noch so, wie ich sie haben will. Wenn ich jetzt nämlich den Sturz reinmache, werdet ihr gleich sehen, verändert sich die Spur. Das heißt, ich stelle jetzt als erstes den Sturz ein, so wie ich ihn gerne hätte, und muss dann nochmal anfangen, die Spur wieder einzustellen. Jetzt messen wir als erstes, was sturzmäßig gerade geht. So, das nehmen wir hier das Problem. Wir müssen einmal das Auto hochfahren. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Einmal 0. Also wir messen hiermit einfach nur die Differenz zwischen der Auflagefläche und dem Rad. Das heißt, einfach hier einmal hinstellen. Zero. Jetzt kommen wir wieder runter. Jetzt haben wir hier eine Wasserwaage, damit richten wir das Ganze aus. Sieht man jetzt leider von hier. Ist leider doch schon ein bisschen mehr Sturz als gedacht. 3,4. Ich dachte eigentlich, wir wären so bei 3,0, 3,2, aber sind schon doch schon bei 3,4 wieder. Ich würde allerdings trotzdem ein bisschen mehr gerne machen. Weil das Ganze geht relativ einfach. Wir können hier vorne einfach
Domlager losmachen, Federbein ein bisschen rein, schon noch ein bisschen mehr Stütz. Weil er war schon so krass am Untersteuern, dass ich der Meinung bin, dass wir ein bisschen mehr auf jeden Fall brauchen. So, das heißt einmal hochfahren. Das Gute ist, wir brauchen den jetzt nicht die ganze Zeit hoch runterlassen, weil ich sehe, wir haben jetzt gerade 2,4. Das heißt, stelle ich ihn jetzt auf 2,7 ein, passt das später eingelassen auch. Man macht auf dem Wilzer Berg, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, auf der rechten Seite mehr Sturz, weil wir tendenziell mehr Linkskurven fahren. Das heißt, der rechte Reifen stützt sich mehr ab als der linke. Jetzt kommt wieder der Punkt mit dem Kippen. Mein Auto kippt nur bei Rechtskurven. Bisher. Ah, guck, da kommt Daniel schon. Mein Auto kippt immer bei Rechtskurven, wo ich nämlich links sitze. Das heißt, das Auto kommt so. Das heißt, dafür ist es auch besser, wenn ich links ein bisschen weniger Sturz habe. Das heißt, ich wirke dem entgegen, dass er in Rechtskurven kippt. Linkskurven kann er nicht so schnell kippen, weil ich halt auf der anderen Seite sitze. Hallo. Guten Tag, städtische Schule am Bad Triburg für Schulschwänzer. Guten Tag, der Herr. Ich habe gerade schon gesagt, wir machen uns aus Achsvermessung nicht so viel. Ne? Da reichen einfachste Mittel für. Eigentlich mal Pi mal Auge. Fahren ist wichtiger als vermessen auf jeden Fall. Hi. Junge. So, passt auf, Fall 3,7 können wir genauso lassen. Das heißt, jetzt können wir die andere Seite machen. Das ist übrigens meine Spureinstellung, dieser kleine Aluklotz. Ne? Man muss sich ja nachts immer alleine helfen. So, siehst du, wenn ich das Ding jetzt hier ranhalte, bist du schon an der Felge. Ne? Ich bin an der Felge, ja. So, wir sehen jetzt hier minimal einen kleinen Spalt. Das heißt, hier muss ich die Spur ein bisschen weiter zumachen auf der Seite. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Bist du dran? Mhm. Jawohl. Hier brauchen wir nichts machen. Dann sind wir da jetzt definitiv in einem Sturzverstellbereich, wo sich nicht so viel tut. Ganz unten sind wir. Aber du hast ihn hochgehoben, nachdem du den Sturz eingestellt hast. Ja, klar. Ich habe ihn schon so oft hoch und runter gehoben. Wir machen das Ganze in der Reihenfolge, weil wenn wir gleich an der Hinterachse was ändern, wissen wir, dass die Vorderachse auf jeden Fall erstmal passt und wir einen neuen Referenzwert für hinten nehmen können. Das heißt, ich habe gesagt, wollen wir denn tendenziell die Spur vorne genauso weit auffahren, weiter zumachen? Das ist scheiße, ne? Nee, weiter auf jetzt. Du willst du weiter aufmachen, ja? Ja. Dann müssen wir auf der Seite auf jeden Fall einmal drehen. Kann Daniel gleich das erste Mal von unten den Unterboden begutachten. Boah. Aerodynamik. Carbon Fiber. Ventinautolus. Titanium. Aber den konnte ich hier gut sehen. War ich in der Autostadt? Das ist geil. Hab durch Zufall diesen Chrom Bugatti Veyron da stehen sehen. Hat der Bugatti Veyron tatsächlich auch zwei kleine Auspuffrohre im Diffusor unten. Aber da kommen wir später nochmal zu. Jetzt machen wir einmal die Spur ein bisschen. War der Spalt hier oder hier? Nee, da war der Spalt. Du musst jetzt vorne, zumachen. Ne? Genau. Ja. Also es war wirklich nur ein Atöpchen. Was ist denn da für eine Schnur? Das ist der Rest vom Keilriemen. Achso. Sollen wir mal wegschneiden gleich? Ja. Der Rest vom Keilriemen-Konzert. Ich dachte, fährt jetzt auch schon zum Angeln mit dem Auto. Das wird schon schicken. Vielleicht schon. So, sind ein bisschen offener, ne? Halb so tragisch. Naja, gut, du hast jetzt im Endeffekt die Spur zugemacht, ne? Nee, ich meine, wenn es nicht gereicht hat, dann ist es. Achso, halt, ja. Aber das ist, wie gesagt. Ich werde nie das Video vergessen. Wir sind wirklich gefühlt mit dem Auto so gefahren. Wir haben dabei Classic Speed einmal vermessen und ich habe da wirklich nicht viel gemerkt. Echt? Außer was man natürlich am Reifen vielleicht sieht und so weiter. Ne? Aber es war jetzt nicht so, dass da was für sich was kommt. Ja gut, an der Hinterachse kannst du ja nicht viel falsch machen. Ne? Die ist ja. Das zeige ich dir gleich, was wir falsch oder richtig machen können. Also, pass auf, jetzt schnippelt hier erstmal alles weg. Kannst du eine Gitarrenseite was machen? Der sieht definitiv so aus, als wenn der nicht runtergeflogen ist. Ne, der hat sich gespaltet. Ja, genau, der wird so auf die Kante gesprungen sein und wird dann auf der Kante gelaufen sein und irgendwann ist er runter, ne? Okay. Jo, genau. Jetzt machen wir Folgendes. Als nächsten Step würde ich sagen, wir nehmen mal die Räder und gucken uns mal die Gitter an. Was ist das? Das ist Carrera-Bahn. So sieht's auch aus, oder? Ja, hier ist noch ein bisschen Support dran. Ich vergessen abzumachen. Oh, okay. Pass auf, da kommen wir gleich drauf. Wir machen erstmal hier. Erstmal zeige ich euch was. Wir sind jetzt im letzten Step gefahren. Ein 240er Hankook-Reifen in einer weichen Mischung. So, nun war ich neulich auf dem Kondidrom. Neulich, letztes Jahr, als wir das Renn-ABS eingebaut haben. Und zur Firma Conti gehört mittlerweile die Tochterfirma Usia oder auch Usia ausgesprochen, wie auch immer. Und die Jungs haben
mir ein paar Reifen mitgegeben, die ich unbedingt mal testen soll. Ich kenne Husia ja eigentlich nur aus dem Drag Race, aus Amerika. Aber gerade auch so im Oldtimer-Rennbereich sollen die richtig gute Reifen machen. Das heißt, wir machen jetzt kommt's, ein 230er Reifen drauf, 240, 230 und zieht euch mal rein, wie fett alleine der 230er oh, Wahnsinn. Zu einem 240er ist. Also gefühlt ist ja der 230er breiter als der 240er. Ja. Und auch irgendwie eckiger und so, ne? Ja. Das ist allerdings leider eine mittelharte Mischung und das ist eine weiche Mischung. Deswegen hatte ich die Reifen bisher noch nicht drauf, weil ich der Meinung war, ich brauche eigentlich eine weiche. Jetzt war es allerdings hier so, dass wir uns nicht sicher sind, ob der nicht mittlerweile schon zu heiß wurde. Weiche vorne, weil er quietscht und quietschen ist ja eigentlich immer ein Zeichen. Also Verfärbung hat er jetzt nicht krasse, ne? Dass du sagst, er ist nee. Blau und lila angelaufen, ist eigentlich noch alles im Grün. Ein gutes Reifenbild zeigt ein bisschen was, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er schon komplett am Limit war. Ich fahre tatsächlich, das ist die Außenseite. Guck mal, man sieht an den Löchern, dass ich ihn immer noch relativ stark außen abfahre. Ne? Mhm. Ist das normal bei Slicks? Fährt man immer mehr außen ab als innen? Eigentlich nicht, ne? Nee. Was ja aber ein Zeichen dafür ist, dass ich tatsächlich zu wenig Sturz war. Ja. Hankook will allerdings auch nicht so viel Sturz haben. Da muss man immer aufpassen. Ne? Was haben die? 3,4, 3,6? Ja, eigentlich 3,0 eher in der Richtung. Oha. So, und ich war ja schon bei 3 Pi. Da sagt Husia, testen, machen, tun, da passiert nichts. Man merkt es allerdings auch beim, wenn man den Reifen in der Hand hat, die Karkasse ist echt, die ist hart. Also, ich bin wirklich gespannt. Auch der Reifen an sich, guck mal, wie der eckig aussieht, ne? Und der sieht ja viel runder aus. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt beim Fahren ändert, aber ne, versucht mal klug. Also den werde ich auf jeden Fall ein bisschen warm fahren müssen, aber wenn er dann drauf ist... Das wird ja schnell gehen, an der Vorderachse. Bin ich gespannt. Breiter ist er, mehr Sturz. Und hinten bleiben die... Hinten bleibt, hinten kann ich wirklich nur den fahren, weil das ist jetzt der einzige Reifen, den wir tatsächlich endlich mal hinbekommen haben, dass er ein bisschen Temperatur kriegt. Und ohne Temperatur ist Katastrophe. Und ich werde ihn auch nicht ins Temperaturfenster reingefahren kriegen, habe ich auch keine Lust zu. Weil der soll einfach gleich funktionieren, ohne Heizdecken und alles. Deswegen ist für hinten diese weiche Mischung schon das Beste. Schleifen wird kein Problem, weil er halt ein bisschen flacher ist. Und ja, was wollten wir jetzt gerade? Genau, Thema Belüftung. Wir hatten das Problem, dass Öltemperatur leider ein bisschen zu hoch war. So, das heißt, wir waren schon bei 120 Grad, da habe ich ihn aufgehört. Deswegen hat Daniel ein paar alte Scans rausgeholt. Ein bisschen ummodelliert. Und hat diese Trichter. Vorher war der Trichter. Dafür da, Nico, wenn du hier reinfüllst, meine Bremse zu belüften. So, mit der jetzigen Bremse brauche ich keine Belüftung mehr, weil ist, wie man sieht, an dem Aufkleber erreiche ich gerade mal die 149 Grad. Also wir haben wirklich gerade mal einen Balken. Das heißt, das wird nur. Das heißt, jetzt machen wir hier den Aal rein und der Aal soll hier oben auf den Ölkühler blasen, der hier sitzt. Wenn du hier von hinten reinfilmst, Nico, dann sieht man das ein bisschen. Da sitzt der. Jetzt gerade geht die Luft einfach nur hier unten durch und gerade jetzt durch den geschlossenen Unterboden sind wir der Meinung, dass hier gar keine Luft mehr hinkommt. Deswegen probieren wir jetzt mit dem Teil die Luft eher mal da hoch zu blasen. Ich würde den jetzt einfach so mal anbauen und falls der Winkel nicht ganz passt, schneiden wir ihn ab. Ja. Und passen ihn an. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Firma Hannover, Aigo 3D fürs Drucken, wo ich jederzeit immer Sachen drucken lassen kann. Da haben wir echt spontan reagiert und auch schön gedruckt. ABS ist das, glaube ich, ne? Ja, sieht nach ABS aus, ja. Bei denen laufen die Drucker immer... Ja, ist auch relativ formstabil. Aber selbst Christian hat gesagt, die Form hast du geil hinbekommen. Also, ja. Weißt du, weil das so, wenn man schon so reinguckt, sieht man das irgendwie. Weißt du, dass das irgendwie cool ist. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch, aber dann für den Luftfilter. Aber so, jetzt strauben wir erstmal aneinander raus. Ein bisschen berechnet. So Pi mal Daumen. Pipapo. Ich habe im Log festgestellt, dass der Motor nicht mehr den Ladedruck macht, was er soll. Warte mal kurz. Du hast hier so ein irgendwas unterm Auge. Die Seite, andere Seite? Ja, die Seite. Ja, ist weg. Nachträglich betrachtet habe ich im Log gesehen, dass egal was ich mache, das Auto macht nicht mehr den Druck, wie es früher mal gemacht hat. Krümmer ist dicht, System ist dicht. Es kann eigentlich nur eine Ursache haben, zwei Ursachen. Variante 1, Turbolader verliert an Saft. Glaube ich nicht, weil fässt sich perfekt an, hat kein Spiel, ist nicht schwergängig oder nichts. Aber wir haben hier eine Wastegate-Dose, die nicht original ist. Das ist Zubehör. Da ist eine Feder drin. Und diese Feder spannt die Klappe vom Wastegate vor. Wir haben hier schon eine extra weiche Feder drin, weil wir wollten ja eigentlich wenig Druck fahren. Meine Vermutung ist es jetzt, dass diese Feder nach und nach an Spannung verliert, was sein kann durch Temperatur, durch was weiß ich was, und wir deswegen einfach nicht mehr den Druck stellen können, den wir gerne stellen wollen. Jetzt gibt es die Variante, eine härtere Feder reinmachen, will ich nicht, weil dann fängt man wieder komplett null mit Programmieren an. Aber wir können über die Einstellschraube hier definitiv das Ganze ein bisschen weiter vorspannen hier. Da ist zwar gerade nicht mehr viel Gewinde, aber ich zeige euch mal, was ich meine.
Ach so, ja, dann gibt es noch einen anderen Punkt. Gibt es natürlich auch noch einfach, das ist geometrisch gesehen hier weniger. Gerade. Das war nicht gut. Den müssen wir gleich suchen. So, aber pass auf, hier ist jetzt Vorspannung drauf. Wenn ich den jetzt draus drücke, das ist Anschlag. Und hier ist das Loch. Da ist kaum Vorspannung hinter. Normalerweise spannt man die Feder hier drin schon deutlich vor. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir hier ein bisschen an Vorspannung verloren haben. Das heißt, wir holen jetzt hier auf jeden Fall mal das Maximum raus, was man da rausholen kann. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber wir werden das mal testen. Das heißt, am Ende ist die Feder weiter vorgespannt. Das heißt, wir haben mehr Vorspannung auf der Klappe. Das heißt, wir müssen weniger regeln für gleichen Ladedruck. Das heißt, wir haben oben raus wieder mehr Reserve. Also Daniel, du hast dich auf jeden Fall mal wieder selbst übertroffen. Weil das passt so genial geil hier rein, dass wir da nicht mal was dran anpassen müssen. Ja, also, muss man die Story dazu erzählen, wie wir das angepasst haben. Können wir jetzt hier von hinten reinfilmen? Also A passt es natürlich vorne dran, das ist klar, das alte Teil hatten wir ja. Aber die Luft geht jetzt wirklich hier richtig schön hoch. Nach oben kann sie nicht weg, weil der Scheinwerfer da ist. Und muss jetzt irgendwie durch den Ölkühler durch. Also bin gespannt, ob das schon was bringt. Aber wenn ich mir überlege, bei 200 geht hier ja schon gut Luft durch, ne? Ja. So, und andere Seite sieht man es noch krasser. Und wenn du hier so reinfilmst, wie geil dieser Luftfilter da angeströmt wird. Ram-R. Da geht es eigentlich nur darum, natürlich ein bisschen Luft auf den Filter zu kriegen, aber es macht natürlich gar keinen Sinn, die Luft geradeaus durch auf den Reifen zu leiten. Nee. So, dann lieber oben ins Radhaus rein und ein bisschen. Ja. Gut, die Trichter sind ja groß genug, also hier wird schon genug Luft ankommen. Es gibt garantiert ganz viele, die Bock auf sowas haben. Du bietest sowas theoretisch auch als Dienstleistungsform an. Also sowohl scannen, konstruieren, drucken. Genau. Also wir machen hier nochmal einen Link rein, Animal Racing, wenn ihr was braucht, weil es wird viele geben, die so Kleinlösungen, weil es gibt ja auch viele Autos, wo es halt immer nur einmal passt, leider. Ja. Und da bietet sich das mit den Druckteilen einfach immer an. Ne? Genau, gerade bei individuellen Geschichten. Jawohl. Nee, also das hast du dich übertroffen. Und das alles anhand von einem alten Scan und ein paar Fotos. Ja. Und deine Hand. Ich habe einfach genau. So. Genau. Das war die Rettung. 20 cm, 25 mm, ne? Gefühlt besteht das Auto nur aus Slick, ne? Jetzt zeige ich dir, wie wir hier die Spur messen. Weil ich bin der Meinung, man kann sich das alles viel einfacher machen. Man muss nur ein bisschen wissen, wie wo was wir machen. Wir haben ja festgestellt, das ist ja unsere vordere Stelle. Also, wir werden gleich hinten die Spur verändern. Haben natürlich gerade zur Sekunde keine Möglichkeit zu messen, wie viel wir sie verändern. Also, wir können nicht messen, was jetzt gerade da ist. Ich weiß jetzt gerade, haben wir aber 10 Minuten pro Rad die Spur zu. Mhm. Das haben wir ausgemittelt. Mhm. Das heißt, wir wollen jetzt auf 0 kommen. Mhm. Das heißt, wir wollen die Spur 10 Minuten rausmachen. Mhm. Das kann man allerdings ganz gut messen. Wie machen wir das? Folgendermaßen. Je länger wir diese Latte machen, je besser werden wir es messen können. Weil je größer wird die Spurdifferenz. Mhm. Also das heißt, je weiter weg wir jetzt an einem Punkt messen, je besser können wir es am Ende messen. Mhm. So. Das heißt, wir messen jetzt an folgendem Punkt. Vorne Lenkrad könnten wir bewegen, da messen wir nicht ran. Das heißt, wir messen hammerhart an... Ja, du kommst gar nicht mehr in die Felge, ne? Nee, hinten ist das Problem, dass ich nicht an der Felge liege, sondern am Reifen liege. Ja. So? Fällst du? Ja. Jetzt klebst du einfach genau da drüber. So, und jetzt brauchen wir einen Zollstock. Den hast du sogar, hast du wieder reingeschmissen? Da ist er. Den müssen wir einmal anschaffen. So, wie hätten Sie es denn gerne? So. Jetzt können wir nämlich hier was über die Felgenmitte bestimmen. Das geht noch recht einfach. 47 durch 2. Jetzt müssen wir Kopf rechnen. 23,5. Weil eigentlich ist ja Spur einstellen einfachster Winkelrechnerei. 1,98. Spurweite. 198 cm, da haben wir jetzt gerade, was hast du gesagt, 7,5 mm. Ja. So. Jetzt müssen wir als allererstes bestimmen. Wir wollen ja von hier nach hier, das ist jetzt ja gerade unsere Spur, dieser Winkel. Mhm. Da hatte ich gerade gesagt 23,5, ne? Das hast du leise gedacht, das habe ich nicht mitbekommen. 53,5 cm. Jetzt will ich mal einfach ausrechnen kurz mit dem Handy, wenn wir hier ein Grad reingehen. So, ne? Ja.
Wir wollen jetzt ja nicht ein Grad die Spur verstellen, sondern 10 Minuten. 10 Minuten ist ein Sechstel von einem Grad, also 60 Minuten gleich ein Grad. Das heißt, nur einmal Interesse halber, ein Grad wären auf der Strecke, gibt es so einen geilen Online-3x-Rechner, bei 235 mm sind ein Grad Abweichung hier, an der Stelle 4,1 mm. So, wir wollen aber nicht ein Grad verstellen, sondern ein Sechstel Grad. Das heißt, wir sind irgendwo im Bereich von 0,6 mm, die wir verstellen. Kannst du niemals messen. Mhm. Wird niemals funktionieren. Pass auf, berechne ich das gleiche Dreieck jetzt aber auf 1,98 Meter, die wir hatten. Dann geht nämlich dieses Dreieck auf da hinten 35 mm. Mhm. Das heißt, ein Sechstel von 35 mm. 35 geteilt durch 6. 10 Minuten sind da hinten 6 mm. 6 mm, ja. Und 6 mm hinten können wir messen. Ja. 6 mm ist mit dem Zollstock schon so, dass das gemessen wird. Ja. So. Das heißt, wir können uns jetzt aufschreiben, dass wir da hinten, wir wollen die Spur aufmachen. Das heißt, wir müssen nach hier 7,5 mm haben wir. Das heißt, wir müssen danach an der Stelle hier 13,5 messen. Respekt, mein Herr. Selbst wenn diese Latte hier jetzt krumm ist, ist das für uns scheißegal. Ja. Weil wir wollen ja einfach nur an der Stelle so viel raus. Ja. Ja, gut, durch die Länge ergibt sich das magische Rezept. So, es gibt jetzt eine einzige Sache, die dabei leider nicht so geil ist. Wir zerlegen jetzt ja gleich die komplette Achse leider, weil wir können die Spur bei der Achse nicht einstellen. Die einzige Möglichkeit, wie wir das Ganze einstellen, ist, wir unterlegen den Achszapfen wirklich mit Einstellscheibchen. Also Shims. Genau. Mhm. Die sind 0,1 mm dick. Also wirklich fast nichts. Und das bisschen macht es, weil es so nah am Rad ist. Also ich könnte das Ganze jetzt ja auch runterrechnen, wie viel ich hier zwischen tun muss. Ne? aber das, man sieht ja so schon, wie wenig das hier vorne ist. Mhm. Das werden hier vorne ja wirklich 0,2 mm sein. Das heißt, wir müssen jetzt leider das auf der einen Seite mal machen. Wir müssen das unterlegen, wieder festschrauben, wieder auf den Boden stellen und gucken. Ob wir richtig liegen. Genau. Ja. Ja. Und dann müssen wir das auf der anderen Seite auch machen. Und dann fahren wir irgendwann mal zur Achsvermessung und gucken, wie das Ganze geht. Oh, das wäre mal spannend. Das passt. Schön mit Schnur oder Laser. So. Und dann mal gucken, das wäre jetzt natürlich das Schönste, haben wir jetzt zur Sekunde nicht hier, aber bisher habe ich es immer so gemacht und ganz ehrlich, seitdem ich so mache, fährt das Auto raus. Lenkrad steht gerade und so weiter. Natürlich braucht man immer eine Referenz. Wenn wir jetzt gerade nicht wüssten, wie die Hinterachse steht, könnten wir tun und machen, was wir wollen. Du wirst, klar, du kannst es ausmessen, 5 Meter hinterm Auto, 5 Meter vorm Auto. Mhm. So habe ich das erste Mal gemacht, weil einfach durch diese Länge halt dementsprechend die Toleranz so groß wird, dass man das einigermaßen messen kann. Dann lasst uns hinten einmal die Achse zerlegen. Jetzt ist der nächste Punkt. Ich habe überlegt, ob wir gleich die Bremse drauf bauen. Ist aber nicht gut, weil nur alleine, wenn die Bremsscheibe eine andere Dicke hat, haben wir schon verloren. Genau. Ja. So, und wir machen es sogar noch anders. Wir markieren uns sogar, wo die Felge war, weil wenn die Felge einen Schlag hat, haben wir auch verloren. Haben wir auch verloren. So, weil wenn die Felge hier eiern würde, können wir es auch nicht so geil messen. Ja. Ich bin gespannt, ob es überhaupt was gebracht hat. So, seht ihr diese kleinen Scheiben hier? Ich sehe sie selber kaum. Diese kleine Scheibe soll gleich die große Wirkung haben. Das ist jetzt eine 0,2er, weil wir haben leider nur 0,1 und 0,2. Wollten 0,15, gibt's nicht. Somit haben wir uns jetzt für 0,2 entschieden. Aber die legt man jetzt logischerweise nur auf der linken Seite vor. Und das ist die Magie. Nur weil wir da 0,2er Scheiben hinlegen, steht das Ganze ein bisschen weiter so. Die orangenen Platten sind übrigens die Sturzplatten, womit wir den Sturz schon angehoben haben. Ist nicht die optimalste Lösung, aber ich habe bei JP im Manta-Video gesehen, selbst die machen das so. Ja. Nicht an der Starrachse hinten, aber mit Shims halt. Ne? Ja, Shims sind. Okay, ja, dann bauen wir es mal zusammen und messen mal. Was hast du, ob es was gebracht hat? Ja. Das sehe ich jetzt schon. Sind es 25 oder was? Passt ein Daumen zwischen? Hast du einen Zöllner? Wo ist denn der Zollstock? Das ist ja schon wie. Ah ne, da hinter dir liegt er. Es rappelt im Karton. Also wir hatten 7,5 und wollen eigentlich auf 13,5. Problem ist, die Scheiben gibt es gar nicht. Die dünnste Scheibe, die wir jetzt hatten, war 0,1, sprich wir haben 0,2 reingemacht. Attention, ich habe eine Nachricht für Sie. Ding. Sie haben Post. 15 mm. 15? Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass diese 0,2er Scheibe, die gefühlt nach nix aussieht, ne? Ja. 15 mm sind. Okay, warte, müssen wir mal ablegen. Also. Viele Zahlen für euch. Wir wollten auf 13,5 kommen, sind auf 15. Das heißt, aus 7,5, 15. Wir haben 7,5 mm mehr. 35 geteilt 60. Ein
Eine Winkelminute da vorne war 0,58 mm. 7,5 geteilt durch 0,583 sind 12,8. Ich runde jetzt mal auf 13 Winkelminuten haben wir jetzt gerade die Spur aufgestellt. Auf der Hinterachse. Aber alleine schon die, guck mal, die ganzen Kommazahlen, daran sieht man schon, wie genau man es mit ein paar Millimetern vorne machen kann. Ne? Also, ist das dein Bitcoin-Stand? Das heißt, wir haben jetzt 13. Er wird irgendwo bei 10 stehen. Das heißt, die Spur ist jetzt minimal auf. Mhm. Wir haben jetzt aber nur die Variante, wir können statt einer 2-Zehntel-Scheibe eine 1-Zehntel-Scheibe reinlegen. Dann sind wir also bei dementsprechend 6,5 Minuten, die wir verstellen. Das heißt, wir haben jetzt die Wahl entweder ganz leicht noch zu oder ganz leicht auf. Wobei wir nicht genau sagen können, wie viel. Eigentlich, da das ja meine Haus- und Hofstrecke hier ist, ein bisschen auf. Ne? Ja, es ist Zeit. Die Zeit ist gekommen. Plus, wir haben uns ja im letzten Video beschwert, dass er eigentlich zu viel Grip hinten hat. Das heißt, eigentlich wäre das ja die sinnvolle Folgerung. Ja. Wir wollen ja jetzt schnell werden. Mhm. Okay, geil. Das heißt, wir lassen es so. Dann machen wir jetzt die andere Seite. Und jetzt endlich, tatsächlich, ist hier meine Big Break angekommen. Das ist, glaube ich, so die kleinste Kombi, die man jemals hier drauf bauen kann. Eine originale Vierhandscheibe, 264 mm. Und den kleinsten AP als Zweikolbensattel mit, wie wir damals berechnet hatten, den kleinsten Kolben. Und das montieren wir jetzt zeitgleich auch noch mit. Süß aus, ne? Wirklich. Ist wirklich. Ja. Mega. Andererseits, ey, das ist halt, das Auto bremst ja auch hinten nicht, ne? Das weiß ich auch nicht. Der braucht nicht so viel. Deswegen. Geil ist eher, wie der Belag hier so auf der Scheibe sitzt und so, das gefällt mir schon echt gut. Okay, das heißt, wir machen jetzt die andere Seite und stecken gleich die Bremse drauf. Dann ist leider die schlechte Nachricht, wir sind immer noch nicht durch, sondern dann müssen wir leider passen zu den Kolben, den das Pedal anpassen. Aber mit Glück wird das Pedal auch weicher. Das heißt, jetzt erstmal hinten alles ready machen. Ja, leider zu früh gefreut, alles zerlegt gehabt, aber wir mussten leider die andere Bremse wieder drauf machen. Weil der neue Sattel hat ein 3/8 24 UNF Gewinde, Dash 3. Hier ist M10x1, das heißt, wir haben Innengewinde auf Außengewinde einen Adapter, den kriege ich natürlich jetzt niemals bis morgen zum Fahren. Deswegen egal, wir lassen die Bremse hinten so. Wir haben bei einem Lüften, habe ich nochmal geguckt, ich habe 10 Klicks noch weiter nach vorne. Das heißt, ich kann noch massiv mehr vorne bremsen. Eine Sorge weniger, brauchen wir auch Hauptbremse wieder nicht tauschen. Auto ist jetzt ready und jetzt kann geballert werden. Also auf der Bremse sieht super stabil aus. Ich habe noch weiter nach vorne gedreht. Also du kriegst es so weit rausgedreht, dass er hinten nicht mehr regelt. Ja. Also ich muss jetzt so ein bisschen so eine Mischung finden. Ich fass mal einmal wie Temperatur ist. Alter, 2,5. Krass, wird der gleich Traktion haben. Die Temperatur ist viel, viel besser geworden. Ja? Ja. Da waren jetzt gerade 2,5 bar drauf. So Leute, das war jetzt gerade Warm-up. Vorne Luft abgelassen und jetzt versuche ich mal alleine Runde zu fahren. Bitte entschuldigt, wenn ich gleich nicht ganz so viel rede. Ich versuche jetzt wirklich mal auf Zeit zu fahren. Das wird nicht ganz so einfach werden, deswegen.
So, Feierabend oder was? Ja, Zeit vorbei, dezent durchgeschwitzt, war wieder zu wenig Zeit. Absolut galaktisch, wie das Auto fährt, wie man hier so mitstinken kann. Bestzeit laut meinem Laptimer 1:52:10, also schon nochmal eine Sekunde schneller. Wäre wieder mehr drin gewesen. Ich bin nicht ganz so, also für mich ist eher schlimm, dass ich mit dem Setup nicht zufrieden bin. Weiß nicht warum, also gefühlt harmoniert das mit den Reifen noch nicht. Hab ihn 3 Klicks weicher gemacht vorne, damit wurde es schon besser. Also ich muss als nächstes jetzt einmal auf jeden Fall mal auf Vermessungsbühne und wirklich mal genau gucken, wie die Spur jetzt gerade ist. 1:52:10 kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auto, Bremse mega. Achso, ja, und ich hatte heute ein bisschen mit Software zu kämpfen. Nicht mit Software zu kämpfen, weil das Auto nicht läuft. Das läuft einfach immer übel geil, aber wir sind immer noch so safe. Einmal hat er einen Cut gemacht, weil er zu mager war, weil zu wenig Sprit im Tank war. Das heißt, Benzindruck ploppt hier und da ein bisschen ab und zack, Cut. Rausgefahren, geguckt, ah okay, alles gesehen. Dann Problem, Öldruck hatte ich noch nie. Bisher bin ich immer so mit 4, 4,5 bar gefahren, war allerdings auch kälter und ich bin weniger gefahren. Heute ist der Öldruck mal auf 3,9 runtergeploppt und unter 4 habe ich angefangen, den Cut zu setzen, dass der in Begrenzer geht. So, das heißt, wieder rausgefahren, geguckt. Und so habe ich bestimmt wirklich die ganze Zeit ein bisschen geguckt. Viel Zeit verloren, egal. Auto läuft, macht Spaß, ist geil. 1:52:10 brauche ich mich nicht mit verstecken. Auto fährt, macht Bock. Man muss einfach noch viel, viel mehr fahren, weil auch hier waren es heute vielleicht, weiß ich nicht, 7 gewertete Runden. Mehr waren es definitiv nicht, weil relativ viele Rotphasen waren, wo man dann halt rausfahren muss. Und man darf immer nicht vergessen, um eine Runde zu fahren, muss man eine ganze Runde rausfahren, die Runde fahren und dann ja auch wieder eine ganze Runde reinfahren. Und das kostet halt einfach schon viel Zeit. Aber einfach geil. Ich liebe das Auto, es macht richtig Bock. Wilzer Berg, geil, geile Strecke. Ganz kleine Ergänzung noch, weil es ging ja darum vorne in dem Video. Öltemperatur, ein Traum. Tatsächlich, nur die bisschen Belüftung da, würde ich sagen, hat 10 Grad gebracht. Also dafür, dass es heute, wie ihr seht, viel, viel wärmer ist, ich viel, viel mehr gefahren bin, bin ich heute nicht über 115 Grad oder so gekommen. Also das, und wenn ich aufhöre zu ballern, die Öltemperatur geht pro Sekunde 1 Grad runter. Also Belüftung ist da auf jeden Fall topi, das hat schon mal funktioniert, danke.